Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Cool. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ja, Comedy for Future. Ich kannte bisher ja nur Friday for Future, kennen wir alle, Kinder, die aus Umweltgründen auf die Schule verzichten. Und ich habe immer gedacht, viel nachhaltiger wäre es doch, wenn Erwachsene aus Umweltgründen auf Kinder verzichten. Naja, das muss jeder selber wissen, da beißt sich der Sack in den eigenen Stammbaum, aber es ist so, bei mir klappt das nicht mehr mit dem auf Kinder verzichten. Ich und meine Frau, wir haben drei Kinder bei uns zu Hause wohnen. Ja, wohnen ja, Miete nein. Sie verwüsten ihre Zimmer, sie lassen Müll rumliegen. Im Grunde haben wir uns drei Mietnomaden rangezüchtet. Aber es ist... Ja, es ist sehr, sehr schön mit den drei Kindern. Wirklich sehr, sehr schön mit den drei. Es ist sehr, sehr schön mit diesen drei Kindern zu Hause. Sehr, sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Das muss man sich einfach nur immer wieder sagen. Nein, Leute, mal ganz im Ernst. Es ist wirklich schön. Mit diesen drei Kindern zu Hause. Aber im Nachhinein war es ein Fehler. Ja? Rückblickend war es die falsche Entscheidung. Und zwar dreimal. Es war die falsche Entscheidung, und das ist jetzt wichtig, es war die falsche Entscheidung aus Sicht des Planeten. Das ist das, was ich sagen wollte. Aus Sicht des Planeten war es die falsche Entscheidung. Der Planet, auf dem wir leben, das wissen wir alle, der ächzt und stöhnt. Der Planet ist im Grunde wie ein schwer kranker Patient. Und wir haben diesem schwer kranken Patienten völlig ohne Not drei weitere Bazillen aufs Auge gedrückt. Ja, und das kann nicht in seinem Sinne sein. Und natürlich versuchen wir, die Kinder immer wieder auch in Richtung Achtsamkeit gegenüber dem Planeten zu sensibilisieren. Aber die Kinder sind einfach auch sehr faul, ja? Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Es liegt ja nicht nur an mir, es liegt auch an den Kindern. Es ist nicht so, dass ich keinen Bock habe, den Großen mit dem Auto zum Training zu bringen. So ist es nicht. Aber für den Planeten wäre es natürlich viel, viel besser, wenn er sein Longboard nimmt und sich damit an irgendeinen fremden Wagen ranhängt. Auto oder Longboard, das ist in diesem Fall die Alternative bei dem Kind. Und das versuche ich meinen Kindern immer wieder klarzumachen, dass es immer Alternativen gibt. Gerade auch in der Fortbewegung. Und dass es wichtig ist, dass wir uns dessen immer bewusster werden. Bei mir klappt das schon relativ gut. Ich zum Beispiel, ich fliege mittlerweile sehr viel bewusster. Ja, und das tut mir total gut. Das kann ich nur empfehlen. Ich bin neulich geflogen von Köln bis rüber nach Düsseldorf. Ja, und zwar ganz bewusst, weil es kaum eine Strecke gibt, bei der weniger Kerosin verbraucht wird. Ja, erst mal nachdenken und dann lachen, ne? Ja, aber als ich dann da war, da habe ich ganz bewusst zu mir gesagt, Johann, zurückfährst du aber schön mit dem Taxi. Ne? Das geht wahrscheinlich sogar noch schneller, ja? Ich habe neulich mit einem befreundeten Wissenschaftler über den Klimawandel gesprochen und der hat zu mir gesagt, der Planet wird nicht mehr lange machen, wenn wir genauso weitermachen wie jetzt. Er hat gesagt, noch 100 Jahre, maximal noch 200 Jahre. Und dann hat er gesagt, dann ist Feierabend mit dem Planeten so, wie wir ihn jetzt kennen. Und als er das gesagt hatte, da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, Jochen. Habe ich zu ihm gesagt, Mensch, Jochen. Ja, der heißt gar nicht Jochen.
Der heißt Andreas. Aber ganz im Ernst, was ist denn das für ein Name? Ne, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich bin freier Mensch, also habe ich zu ihm gesagt, Jochen. Jochen, das ist doch Quatsch, 100, 200 Jahre. Jochen, überleg doch mal, was wir schon alles machen, um dem Planeten zu helfen. Jochen. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Jochen, es gibt jetzt Unverpacktläden. Jochen, Unverpacktläden. Wir brauchen bald überhaupt keine Verpackungen mehr. Jochen. In einen Unverpacktladen, Jochen. Da gehst du rein. Ja, da gehst du einfach rein. Ja, und dann kriegst du da den Reis. Pff, keine Ahnung. So in die Hände geschüttelt. Ganz natürlich, so wie früher. Dann die Nudeln. Die lässt du dir von Verkäuferin einzeln in die Buchse schieben. Und dann ziehst du deine Schuhe aus und da kommt der Kaffee rein. Und dann gehst du auf Socken nach Hause, ganz natürlich, so wie früher. So, und da sagt er, nimm doch eine Holzkiste mit. Da habe ich gesagt, Jochen, eine Holzkiste. Alter, wie genial ist denn das? Natürlich. Dann kann man ja die Schuhe in die Holzkiste tun. Aber Jochen, wie soll ich die Holzkiste transportieren? Wie soll das gehen? Ich bin auf Socken, ich habe die beide Hände voll Reis. Wie soll das gehen? Einer muss kommen, muss die Kiste nehmen, ins Taxi packen und dann ab zum Flughafen damit. Ja, das Konzept ist noch nicht ganz ausgereift, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ne? Ich glaube ja, es wäre für den Planeten am besten, wenn wir nur noch Fahrrad fahren würden. Wenn wir alle nur noch mit dem Fahrrad fahren würden, das wäre für den Planeten, glaube ich, am allerbesten. Wobei Fahrradfahren ist natürlich auch gefährlich. Fahrradfahren ist sehr, sehr gefährlich. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich selber habe neulich in der Innenstadt einen Fahrradkurier abgedrängt. Mit dem SUV von meiner Frau, weil weil der ist gefahren, wirklich wie eine gesenkte Sau, ja. Und sowas kann ich nicht leiden. Der hatte auf seinem Rücken so eine riesige Transportkiste. Auf seinem Rücken hatte der eine riesige viereckige Transportbox. Ist direkt vor mir hergefahren. Ja, soll ich da durchgucken oder was von mir? Naja, irgendwann war ich dann zu Hause und plötzlich guckt meine Frau auf die Uhr und sagt, komisch, das Essen müsste längst da sein. Ja, woher soll ich das wissen? Kann er doch sagen, dass er zu uns fährt. Dann hätte ich ihn mitgenommen. Naja, auf jeden Fall zeigt dieses Beispiel mit dem Fahrradkurier, alles hängt am Ende doch irgendwie miteinander zu tun. Und das wollte ich sagen, alles ist verbunden miteinander, alles korreliert, korreli, korrela. Wie es die Koreaner sagen. Ne? Alles bedingt sich weltweit gegenseitig einen ab. Machst du irgendwo auf der Welt was hoch, weißt du genau, dafür geht irgendwo anders auf der Welt irgendwas runter. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel für Koreli Korela. Wir nehmen Beispiel Kerosinverbrauch. Einfaches Beispiel mit Kerosinverbrauch. So, pass auf. Kerosinverbrauch rauf heißt Antarktis runter. Antarktis runter, Meeresspiegel rauf. Meeresspiegel rauf, Holland runter. Wir haben am Ende im Westen mehr Platz zum Segeln, aber überall sonst sehr viele schlecht integrierte Holländer rumlungern. Und da habe ich keinen Bock drauf. Dankeschön.